Random Energy Star Talk. Der wunderbare Maxim. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Wie geht's dir? Sehr gut. Bist du auf großer Interviewreise gerade? Ist es ein Punkt von vielen, dass du hier bei uns Stopp machst? Genau, ihr seid nur einer von vielen. Aber der schönste. Ja. Also, ja. Ja. Bestimmt. Mit im Gepäck hast du dein wunderbares neues Album namens Staub. Ist ein sehr nachdenkliches Album. Habe ich das richtig erfasst? Also es klingt tatsächlich so, als hättest du dir extrem viele Gedanken um den Text gemacht, weil es ist nicht, es ist Sonne und Mädels haben kurze Röcke an, sondern du hast schon sehr viel, es klingt, als hättest du das alles erlebt, über das du singst. Mhm. Also nicht, dass man sich über Sonne und Röcke, kann man sich auch viele Gedanken machen. Ja. Habe ich nicht gemacht. Es ist so schwer, das zu erzählen. Also ich habe natürlich die meiste Zeit, von meiner Zeit habe ich investiert in die Texte und habe mir wirklich den Kopf zerbrochen und ja. Mit Judith Holofernes habe ich auf diesem Album zusammengearbeitet. Ehrlich? Tolle Sängerin und Songschreiberin. Wir haben uns getroffen in Berlin und fanden uns nett und dann haben wir gesagt, lass uns doch zusammen Songs schreiben. Das war toll. Hast du ein Lieblingslied auf dem Album? Nee, ich habe tatsächlich, und das ist wirklich kein Quatsch, ich habe mir vorgenommen, bevor ich die Platte gemacht habe, ich möchte, dass jedes Lied auf diesem Album zu irgendeinem Zeitpunkt mein Lieblingslied von der Platte ist. Und das habe ich durchgezogen. Wie, also jetzt im Nachhinein? Nee, also währenddessen. Es war immer so, dass es irgendein Lied davon, irgendein Prozess der Platte, dass ich gesagt habe, es ist das beste Lied. Wie war es dann, als du das erste Mal Meine Soldaten im Radio gehört hast? Das war immer noch das gleiche Lied, wie das, was ich produziert habe. Ja, aber es ist nicht anders, wenn es im Radio läuft. Also du weißt jetzt, das hörst nicht nur du und dein Manager und der, der jetzt im Studio sitzt, sondern ein paar 10.000 Menschen mehr. Ja, ja, das ist auf jeden Fall anders. Aber das ist ja so virtuell anders, weil man sieht die Leute ja nicht. So, also das, man weiß ja, das läuft im Radio und jetzt sind irgendwo überall Leute, die das halt hören und so. Aber das muss man sich ja denken. Das heißt, das Gefühl... Es ist irgendwie ein unbeschreibliches, komisches Gefühl. Aber der Moment, wo ich das erste Mal live gespielt habe und auf einmal, normalerweise kam nie jemand zum Konzert von mir und auf einmal ist der Laden voll und ich spiele das Lied und alle kennen das, das ist ziemlich krass. So. Schüchtert dich das dann ein? Nee, überhaupt nicht. Ich mache schon 10 Jahre Musik und ich habe sehr lange mich gefreut auf diesen Moment, dass das mal passiert. Und ich genieße das einfach. Weißt du schon, was die nächste Single wird? Nee. Wir wanken hin und her zwischen zwei. Wir haben so viele Songs, die wir nehmen könnten. Wir haben leider die Qual der Wahl, oder zum Glück. Ja, nice problem to have, aber ich weiß es echt nicht. Das hast du ja in den letzten Monaten gerade besonders extrem viel erlebt, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Was war denn so das Highlight für dich? Boah, das passiert gerade so viel, dass ich auch so gar nicht mitkomme und das so gar nicht... Ich glaube tatsächlich die Konzerte, so die ersten 3 Konzerte, wo ich dieses Album gespielt habe und vorgestellt habe, das waren eigentlich die Highlights, klar, weil auf einmal halt ausverkauft und nicht jetzt irgendwie riesige Locations, aber es war halt trotzdem, wir haben einfach mal versucht, kleine Konzerte, ohne jetzt groß Werbung zu machen, sondern einfach mal, ey, wir müssen anfangen zu spielen und lass mal hier da ein Konzert machen. Und auf einmal reißen Leute sich um die Karten und das war toll. Das genieße ich sehr. Habe ich ein paar kurze Fragen an dich. Einen Song, den du gerne geschrieben hättest. Mhm. Walzer für niemand von Sophie Hunger. Einen Song, den du überhaupt nicht ausstehen kannst. Einen? Ja. Dass mir das jetzt ausgerechnet nicht einfällt, das liegt daran, dass ich von so einer Menge von Songs, die ich hasse, gerade in meinem Kopf über verwirrt bin. Da fällt mir echt jetzt nichts ein, aber... Und Scheiß, mir fällt gerade nichts ein. So Musik, hey, was magst du denn gar nicht, Musikrichtung? Ich hasse Schlager, ich hasse es, aber das ist eigentlich auch nichts Besonderes, dass ich das sage, aber ich hasse es wirklich, boah. Aber ich denke, wenn man weiß, aber eigentlich sagen alle, sie hassen Schlager. Ja. Aber wer kauft das dann alles? Ja, also ich meine, das kaufen nicht... so viele Menschen Schlager. Mhm. Das verstehe ich auch nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ja, eigentlich beinhaltet so ein klassischer Schlagersong wirklich alles, es bringt eigentlich perfekt auf den Punkt, alles, was ich hasse an Musik. So, erstmal ist jeder Sound kacke, also jede Bassdrum, das ist alles General MIDI, irgendwie so Alleinunterhalter-Keyboard-Sound irgendwie. Dann singen die immer nur über irgendwelche Klischees und wir fahren zum Horizont und wir hissen die Segel und es regnet symbolischen Regen, bis wir alle tot sind und ich hasse es. Okay, das war viel Hass. Die coolste Person, die du jemals kennengelernt hast. Wow. Das waren es bestimmt einige. Meine Mutter. Oh.
Das ist lieb. Ja, meine Mutter, meine Schwester und mein Vater, denke ich. Oh, das ist schön. Das schicken wir Ihnen, das Video. Dann irgendwie, dass du das in der Öffentlichkeit sagst. Hast du einen peinlichen Spitznamen, den dir eine Freundin oder deine Mama gegeben hat? Mm-mm. Ach doch, wie hat mich mein... Meeks hat mich mein Patenkind immer genannt, als sie noch nicht den Namen aussprechen konnte. Das war mein einziger Spitzname, den ich jemals hatte. Meeks. Sonst nie irgendwas? Nee. In der Schule oder so? Nee. Ich denke mal, bei uns arbeiten die Leute 2 Tage und haben irgendwie 50 Spitznamen. Wenn du noch eine Stunde da bleibst, dann ja, hast du einen. Maxim kann man so schlecht verwursten in den Spitznamen. Max halt, das reicht den Leuten auch nicht. Das ist ja auch nicht peinlich. Nee, überhaupt nicht. Klar hat mich schon mal einer Max genannt, aber es ist jetzt nicht so peinlich. Ich dachte, vielleicht hat mal eine Freundin so Mausibär oder so zu dir gesagt. Nee. Schnuckelhase. Nee. Also wenn, um mich zu ärgern oder so, aber... Nee. Solche Freundinnen habe ich nicht. Das ist schade eigentlich. Also jetzt. Und dann stell mal vor, die ganze Welt hört dir zu, aber nur für ein paar Sekunden. Mhm. Was sagst du? Seid lieb. Vielen Dank, Maxim. Ich bedanke mich.